Sehr schön. Und jetzt können wir das eigentlich alles zumachen. So, gut. Jetzt hätte ich eigentlich auch anders oder ohne euch machen können. Wäre wahrscheinlich besser. Es könnte so ein bisschen langweilig werden. Aber ihr habt ja die Möglichkeit, vorzuspulen. So. Sie arbeitet leider nicht schneller. So, das wird jetzt eh wahrscheinlich voll ungewohnt, dass hier jetzt auf einmal dann so leer ist. Weil hier haben wir immer angepflanzt gehabt. Achso, nein! Zu. Du sollst zumachen, Fräulein. So, genau. So. Weil anders kriege ich die ja nicht weg. Sie würden zwar in ein, zwei Tagen selbst verschwinden, aber so lange warten. Wenn dann, machen wir es gleich selber zu. So. Hi, Anna. So, können wir uns eigentlich auch mit dem Vergessen unterhalten? Wirklich. Hast du manchmal das Gefühl, dass du, egal wie sehr du dich anstrengst, nicht die richtigen Worte findest, um zu sagen, was du fühlst? Manchmal. Gefühle können groß, beängstigend und kompliziert sein. Es ist nicht immer leicht, sich in Worte zu fassen. Danke. Oh, es ist so schwer. Was machst du, wenn du ein Gefühl hast, das ganz verworren ist und du nicht weißt, welches Wort du benutzen sollst? Ich kombiniere Wörter miteinander. Das ergibt Sinn. Ich denke, ich nenne das Gefühl verwirrte Angst. Danke, Ori. Ich fühle mich komischerweise besser. Okay, sonst kann man mit ihr aber nichts machen. Schade. Das war jetzt Blödsinn. So. Hi, Woli. Boah, das ist noch so viel wegzutun. Kann ich das mit... Kann ich... Die kann ich hier nicht... das nervt mich selbst jetzt schon. Aber es gehört gemacht. Hi, Ska. Lass dir den Knochen schmecken. So. Nee, nicht schon wieder. Nein, was? Hä? Du sollst es zumachen. So, hopp. Passt, dann kramen wir hier die zwei Sachen auch gleich noch raus. Eine Nachtscherbe. Und... Wie heißen die anderen jetzt? Nachtscherbe. Ach, Traumscherbe. Ah ja, stimmt. So. Dann haben wir es ja gleich. Hm.
Ich bin jetzt am Überlegen. Beim Restaurant würde ich draußen gerne auch so einen, auch wenn es nicht genutzt wird direkt, aber gerne so, ja, dass man halt draußen auch sitzen könnte, wenn es genutzt werden würde, weißt du? Das wäre, glaube ich, schon cool. Und jetzt weiß ich nicht, wohin mit dem Restaurant. Da bin ich gerade die ganze Zeit am Überlegen. Nein. Weil ich würde hier oben prinzipiell gern Dings lassen. Hauptsächlich nur in Laden und das Restaurant. Dann muss ich schauen. So, jetzt haben wir es dann gleich. Und eventuell unser Haus. Ja, müssen wir schauen. Vor allem, was könnte man denn... Okay, ich muss dann schauen, wie viel Kohle ich habe. Dass wir eventuell beim Dagobert irgendwas bestellen an Tischen und Stühlen. Dass wir das draußen irgendwie schön herrichten könnten. So, dann haben wir das. So, dann packst du die mal weg. Dann nimmst du da die ganzen Blumen mit. So, was kriegen wir da noch rein? Das sowieso hier. Das auch noch. Und da haben wir dann nichts mehr. Okay. So, dann nehmen wir die mit. Jetzt habe ich das Licht abgeschaltet. Nee, kannst du ruhig eingeschalten lassen. So. Warte, die Sachen muss ich hier auch wegmachen. Die gehen nämlich, die kann ich nämlich nicht bearbeiten im Baumodus. Sehr schön. Ah, das freue ich mich schon so sehr. Es sieht so ultra cool aus. Und das müssen wir irgendwo dann bei Ihnen in der Nähe vielleicht dann kombinieren oder so. Na, mal schauen, mal schauen, mal schauen. So, dann haben wir hier. Hi, Bass. So, sonst ist hier eh nichts mehr. Doch, hier. Dann schauen wir drüben noch. So, das. Kommen wir da hinten? Jawohl, wir kommen da schön vorbei. Das müssen wir ausgraben. Das ist so ein Tisch, wie es hier draußen steht. Ja, es wäre schon cool, wenn das wirklich geht. Ich weiß nicht, ob wir den Tisch auch bestellen können. Warte, wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Ach so. Das ist aber viel zum Einsammeln. So, Geld 8000 habe ich nur. Ja, schau mal. So 4, 5 Tische draußen. Ja, ich habe heute schon wieder alles leer gekauft. Sei gegrüßt, Nachbar. Ich würde gerne Dinge bestellen. Und zwar Möbel. Wo sind denn die Tische? Die sind hier gar nicht drin. Das
Sonst haben wir... Nee, die passen nicht dazu. Warte, die Straßen wäre so cool, wenn... So, warte. Auf Wiedersehen was, und bis bald. Was? Also da hier drin geht das nicht, muss ich raus. Habe ich irgendwas vielleicht noch drinnen, was man nutzen... Aber dann wäre das bei mir... Oder kann ich selbst die Tische herstellen? Warte. Möbel. Das passt nicht. Die passen alle nicht, meiner Meinung nach. Nee, m-m. So, was haben wir drinnen unter Tische? Ja, aber die passen nicht. Also richtig was Goldenes hat er nicht drinnen. Das wäre schon cool, so mit Tischdecke, aber wieso kann ich die nicht... Weil das ist ja ein Tisch. Kleiner, runder Esstisch. Kann ich ihn jetzt vielleicht... Ah, okay. So, warte. Ich fände es toll, wenn du mal vorbeikämst. Ja, Mini. Mach mal. Jetzt haben wir ihn drinnen. So, wo ist denn jetzt wieder der Dagobert? Da. Hallo! Und zwar Möbel, Tische. Jetzt müsste ich den ja bestellen können. Ja! Wie oft nehmen? Warte mal, dann haben wir 3. Ja, ich würde sagen... 5 Stück. Und dann würde man auch Stühle dazu brauchen. Warte, wo sind denn Tische notwendig? Sitzmöbel. Gehört das unter Sitzmöbel? Ja, das sind die normalen Stühle. Nee, der gefällt mir nicht wirklich. Er ist halt auch zu teuer, ne? Ich meine, der Fuß beim Tisch ist ja auch Gold. Aber dunkel... Ja, weißt du was? Ich probiere mal. Wir sehen es eh. Ich muss wieder Geld farmen. Muss mal wieder fischen gehen. So, dann. Mach mal so und so. Die Truhen packe ich jetzt erstmal hier so zu mir. Hier würde ich auch gerne so ein Hammer, eventuell so ein Zaun. Ich weiß nicht, wie würden die hier aussehen? Würde sich das beißen? Warte, ich mache da noch ein bisschen einen. Der Weg, der wird auch ersetzt. So, warte mal. Zaun. Das ist der hier. Die anderen, nee, ja, weniger. Aus Dunkelholz.
aus Dunkelholz. Das heißt, ich müsste Dunkelholz farmen. Kriege ich den eventuell sogar noch näher? Warte mal. Müsste ich so gehen. Dann hat hinten dran nichts mehr Platz. Weil dann könnten wir ja eventuell sagen, das Restaurant stellen wir so in die Mitte. Warte mal, der Baum kommt jetzt erstmal hier weg. Der Busch kommt auch mal weg. So in die Mitte. Und wir machen links und rechts so Stühle mehr oder weniger, ne? Und die Tische. Warte. Nee, das wollte ich nicht. Das hier möchte ich mal durchtrennen. Achso. Weil das wird ja eh komplett neu gelegt. Das heißt, das ist sonst eh mit nichts verbunden. Das heißt, den könnte ich mal allen wegnehmen. So. Hier beim Eingang, dann eventuell. Ach so. Das müssen wir uns anschauen. Oder vielleicht sogar nebenan. Das müssen wir uns anschauen. Ein Remisenhaus würde ich auch wegpacken. Vielleicht den Laden, dass ich den darüber setze. Eigentlich könnte ich da ja alles wegtun. Kriege ich das Haus? Da unten kriege ich es dabei hin. So, die Mini stelle ich jetzt erstmal hier hin. Gute Frage, nächste Frage. Oder dass wir in Remi hier hinten hinsetzen. Da muss ich halt noch zurückkommen. Okay, weiter zurück geht eh nicht mehr. Dass wir hier dann so einen Weg ranziehen. Zum Restaurant. Warte, ich habe den Weg eh bei. Und zwar würde ich hier gerne mit dem hier arbeiten. Das ist aber jetzt nicht mittig, ne? Soll ich dann einen Viererweg nehmen? Hier rüber vielleicht. Warte, wir schauen uns mal an, wie das aussieht. So. Wenn wir den Laden so hinstellen...
Es sieht so reingequetscht aus, gell? Ach, sieht doof aus. Ah, dann würde ich würde ihn fast hier stehen lassen. Dass wir das hier machen. Nur hier würde ich gerne so gerade rüber. Nur was ich da hinten halt hinpack, weiß ich nicht. Jetzt dachte ich, das sieht von der Weite nicht aus wie der Weg, sondern wie wenn hier eine Silhouette drin stehen würde. So. Ich ziehe jetzt hier noch einen Weg runter. Auch so ein Viererweg. Aber ich glaube, der würde schon ganz gut da dazu passen. Vielleicht hier dann den Laden hin. Beziehungsweise den Laden könnte man ja dann auch hier drüben irgendwie hinstellen. Dass ich hier vielleicht doch ein Remi sein Haus lasse. Dreierweg. Vielleicht wirklich so. Und das Restaurant. Oder vielleicht packt man das Restaurant dann sogar hier hin. Ich glaube, das wäre auch cool. Ja, dann hat er nicht so weit in die Arbeit. Dass man dann hinterm Restaurant vielleicht so vorbeigeht. Glaube ich, könnten wir auch machen. Der Riesenbaum. Dann würde ich hier tatsächlich die Lampen hinpacken. Das kommt jetzt mal weg. Die da mal auch weg. Ich habe nicht mehr viele. So. Hier müsste ich halt auch eins freilassen, ne? Und da kommt ja dann auch wieder Ding hinten ran. Ich muss viel mehr sammeln. Dann könnte man ja bei ihm hier oder hier direkt daneben ein Restaurant so bei hinpacken. So vielleicht. So, ich packe jetzt der Mini ihr Haus erstmal wieder dahin. Jetzt stehen meine ganzen Sachen da drüben, ja. Schön, dann packe ich mein Haus derweil dahin. Die da, den Laden. Dann packt man den Laden hier hin, oder?
Warte, das muss jetzt mal alles weg. Achso, das ist eine Blume. Dekorationen. Weil wenn man dann hier, dann hat man einen Blick hier drüber und hier rauf. Ich glaube, das wäre dann schon cool. Der Dagobert wohnt sowieso drinnen in dem. Würde ich da... Mit denen zweien hätte ich gern was anderes vor. Also wäre cool, wenn die zwei so gegenüberstehen würden und in der Mitte haben es dann den gemeinsamen kleinen Garten. Aber da bin ich noch unsicher, wo ich die zwei hinpacke. Vielleicht sogar hier hin. Das, glaube ich, wäre eine coole Idee, oder? Gerade mal die Bananen, ich stelle die jetzt hier runter. Boah, hier müsste ich ja noch komplett zusammenräumen, da habe ich ja... Warte, weg. Jetzt warte, ich mach hier hinten jetzt erstmal frei. Das geht hier überall nicht hin. Und das ist zu viel Stein. Da ist eins. Da kriegen wir es nicht hin. Okay, dann muss das erstmal weichen. Das kommt weg. Die Sachen muss ich alle entfernen. Das würde ich tatsächlich hier dann so hinten hinstellen. Warte, das muss weg. Das muss weg. So. Die Lampen kommen weg. Haben wir da noch sogar welche? Oder da müsste ich schauen. Das sind... Weiß ich nicht. Okay, haben wir da noch welche? Nur den Spalierbogen. Nee, haben wir nichts. Haben wir nichts mehr. Verdammt. Wie viel würde ich noch brauchen? Zwei. Mehr gehen sich hier nicht aus. Oder weißt du was? Ich tue die weg. Das sieht komisch aus.